Kaum ein Land der Welt ist so unterdrückt und militarisiert wie Nordkorea. Unter der Militärdiktatur der Kim-Dynastie ist die koreanische Volksarmee, kurz KVA, zur zentralen Stütze von Regierung und Gesellschaft des Landes geworden. Mit 1,3 Millionen aktiven Soldaten, einer 5,8 Millionen Mann starken paramilitärischen Truppe und 200.000 Reservisten gilt sie als die größte Armee der Welt. Während die riesigen Militärparaden die disziplinierten Männer und Frauen zur Schau stellen, zeigt ein Blick hinter den Vorhang des Einsiedlerkönigreiches ein weitaus beunruhigenderes Bild. Ob sie gezwungen sind, im Elend zu leben oder während ihres Dienstes zu verhungern, es ist Zeit, einen Blick auf die schrecklichen Dinge zu werfen, die Nordkoreas Soldaten wirklich durchmachen müssen. Erbärmliche Lebensbedingungen. Mehr als 1 Million aktive Militärangehörige unterzubringen ist nicht einfach, und so ist es nicht verwunderlich, dass die Lebensbedingungen gelinde gesagt miserabel sind. In kleinen Betonbaracken, die über das ganze Land verteilt sind, leben die Soldaten in winzigen Zimmern mit mehr als 20 anderen. Jeder Soldat hat nur eine kleine Schublade, in der er seine Uniform aufbewahren kann. Sie schlafen alle zusammen in Stockbetten, aber die Matratzen sind nicht gerade weich und einladend. Sie bestehen aus billigem Reisspelz, der nicht so gut atmet wie Stoff, sodass sie sich mit Schweiß vollsaugen und der Raum übel riecht. Zu allem Überfluss gibt es in den meisten Kasernen nicht mal fließendes Wasser. Viele Soldaten waschen sich im Freien mit Schläuchen oder mit Wasser aus Brunnen, selbst im Winter, wenn es eisig kalt wird. Es gibt auch keine Klimaanlage für die heißen Sommer und keine Heizung, außer einem winzigen Holzofen in jedem Zimmer. Bis zu 8 Jahre lang werden die meisten Soldaten so leben. Und ohne gute Belüftung breiten sich Krankheiten schnell aus. Anfang der 2000er Jahre soll eine SARS-Epidemie das Militär heimgesucht und unzähligen Soldaten das Leben gekostet haben. Bei der Covid-19-Pandemie ist es nicht sehr viel anders. Obwohl Nordkorea bestritt, auch nur einen einzigen Fall zu haben, berichteten mehrere Quellen von einer hohen Zahl von Soldaten, die an dem Virus gestorben sind, viele davon in ihren eigenen Betten. Aber warum fallen gerade junge Menschen, die doch eigentlich ein hervorragendes Immunsystem haben sollten, massenhaft solchen Krankheiten zum Opfer? Nun, hungernde Soldaten. Nahrungsmittelknappheit ist in Nordkorea kein Fremdwort. Da das Land nur begrenzte Handelsmöglichkeiten mit anderen Ländern hat, ist es stark auf die eigene Nahrungsmittelproduktion angewiesen. Das bedeutet, dass Missernten das Land in der Vergangenheit in tödliche Hungersnöte gestürzt haben, die Millionen von Menschen das Leben kosteten. Obwohl andere Länder in diesen Zeiten humanitäre Nahrungsmittelhilfe anboten, ließ Nordkorea keine ausländischen Helfer über seine Grenzen und Millionen Menschen verhungerten. Und das Militär ist von diesem Leid nicht ausgenommen. Die Soldaten bekommen nur billige Grundnahrungsmittel wie Mais, Reis und Kohl zu essen. Im Juni ist normalerweise die Kartoffelernte, sodass die Soldaten 3 Mahlzeiten am Tag Kartoffeln zu sich nehmen. Und im August, wenn der Mais geerntet wird, essen die Soldaten 3 Mahlzeiten am Tag grünen Mais. Von diesem Kreislauf müssen sie schnell satt werden. Jede Mahlzeit sollte zwischen 200 und 300 Gramm wiegen, aber es gibt Berichte, dass sie kaum 140 Gramm schaffen. In Kombination mit dem intensiven Training reicht das für die meisten Soldaten nicht aus und nach 6 Monaten beginnt die Mangelernährung. Im Jahr 2015 wurde ein geheimes Foto von Rekruten veröffentlicht, die alle gefährlich dünn und erschöpft aussahen. Die Ernährungslage in der Armee ist so schlecht, dass hohe Offiziere den Soldaten offenbar befehlen, so oft wie möglich das Essen für ihre Einheit zu stehlen und sie bestrafen, wenn sie es nicht tun. Viele Soldaten wurden dabei fotografiert, wie sie verzweifelt Getreide und sogar Vieh stahlen, nur um zu überleben. Aber das reicht nicht immer. Wenn ein Soldat zu unterernährt ist, um zu dienen oder auch nur zu stehen, wird er auf Heimaturlaub geschickt. Ihre Familien ernähren sie wieder und wenn sie sich erholt haben, werden sie erneut eingezogen. Dieser grausame Kreislauf setzt sich fort, bis sie entweder ihren Dienst beendet haben oder, in den meisten Fällen, gestorben sind. Wenn man bedenkt, dass ihr glorreicher Führer Kim Jong-un aussieht, als hätte er noch nie eine Mahlzeit verpasst, ist das schwer zu ertragen. Bohnenurlaub. Im Mai 2021 erging ein direkter Befehl von Kim Jong-uns Schreibtisch, in dem er darauf hinwies, dass die Ernährung der Soldaten in einem gefährlichen Zustand sei. Er wies alle Militäreinheiten an, dafür zu sorgen, dass die Soldaten täglich mindestens 1 Mahlzeit auf Bohnenbasis wie Sojabohnen oder Tofu erhalten.
Befehlshaber, die sich nicht daran hielten, wurden gnadenlos bestraft, was denjenigen, die keinen Zugang zu Bohnenvorräten hatten, natürlich ein Dorn im Auge war. Um sich selbst zu schützen, begannen die Logistikabteilungen, Soldaten aus gutem Hause in den sogenannten Bohnenurlaub zu schicken. Jeder sollte 10 bis 14 Tage Urlaub nehmen, musste aber mit mindestens 300 Kilogramm Bohnen zurückkehren. Das ist mehr als eine Vierteltonne. Wer nicht so viele Bohnen auftreiben konnte, musste sich mit Reis oder Mais begnügen. Aber das war nicht so einfach wie ein Besuch im Supermarkt. Die meisten Soldaten kommen aus ländlichen Gegenden, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich ihre Heimatstädte ausräumen mussten, als die Lebensmittel knapp wurden. Viele mussten sich wohl entscheiden, ob sie ihre Einheit oder ihre Familie verhungern lassen. Wir haben noch nicht einmal an der Oberfläche gekratzt, aber ich denke, wir brauchen eine kurze Pause. Wenn dir die Recherchen in diesem Video gefallen haben und du in Zukunft mehr von diesen harten Enthüllungen sehen möchtest, dann klicke auf die Gefällt mir und Abonnieren-Buttons. So, ich glaube, ich bin fertig. Finden wir raus, was diese armen Soldaten noch alles ertragen müssen. Gehirnwäsche von Geburt an. Wenn man bedenkt, wie schrecklich diese Bedingungen sind, wie konnten die Kims dann eine der größten Armeen der Welt aufbauen, ohne dass es eine Revolution gegen sie gab? Die Antwort ist Gehirnwäsche. Schon Kinder im Alter von 4 Jahren werden mit schrecklichen Methoden an die militärische Ideologie der herrschenden Arbeiterpartei eingeweiht. Die Kindergärten sind mit Zeichentrick-Tiersoldaten dekoriert, die Raketenwerfer, Granaten und Maschinengewehre in der Hand halten und andere Tiere angreifen. Bücher sind mit starken militärischen Symbolen illustriert und es gibt sogar Propaganda-Cartoons, in denen die Figuren mit geladenen Gewehren kämpfen und ihre Feinde vernichten. Und das ist noch nicht alles. Sogar Kleinkinder sind auf beunruhigende Weise in winzige Uniformen gekleidet. Okay, irgendwie süß, aber einige der Dinge, die sie tun sollten, sind es nicht. Das nordkoreanische Pendant der Pfadfinder, die Korean Children's Union, singt Lieder mit Texten, die einen erschaunern lassen. In einem Lied heißt es übersetzt, 3 Millionen Pfadfinder werden Gewehre und Bomben sein. Wir werden Gewehre und Bomben für den General sein. Ja, genau, die Kinder singen buchstäblich davon, ihr Leben für Kim Jong-un zu opfern. Ich glaube, ich mochte Old MacDonald lieber. Diese wohlwollende Gehirnwäsche verfolgt die armen Kinder ihr ganzes Leben lang und vermittelt ihnen die Botschaft, dass sie sich für die Kims opfern und alles tun müssen, was sie sagen, egal wie gefährlich es ist. Und es wird noch schlimmer, wenn sie das zarte Alter von 17 Jahren erreichen. Sie haben keine Wahl. Mit 17 Jahren müssen alle Jungen und Mädchen zum Militärdienst. Abhängig von ihrer Herkunft und ihren schulischen Leistungen können einige von der Einberufung ausgenommen oder vom Dienst zurückgestellt werden, aber alle müssen einrücken. Keine Ausnahme, keine Wahl. Allerdings sind die Söhne und Töchter vieler Eliten und Parteimitglieder oft ausgeschlossen, so auch der derzeitige Staatschef Kim Jong-un. Er befehligt zwar die gesamte Armee, hat aber nie in einer Teilstreitkraft gedient. Von wegen glorreicher Führer. Noch merkwürdiger ist, dass unter seinem Großvater Kim Il-sung die meisten Soldaten freiwillig gedient haben. Doch seit der Herrschaft des Sohnes Kim Jong-il ist Nordkoreas Wirtschaft drastisch geschrumpft, die militärischen Belohnungen sind geringer geworden und deshalb melden sich weniger Menschen freiwillig. Um die Kontrolle über das Land zu behalten, setzten die Kims verstärkt auf die Wehrpflicht und änderten die Gesetze, um die Dauer des Wehrdienstes zu verlängern. Daher dauerte der Wehrdienst bis zu 13 Jahre, aber ab Januar 2021 wurde er auf Anordnung der Regierung auf 8 Jahre für Männer und zwischen 5 und 8 Jahren für Frauen verkürzt. Und nicht das hat sich geändert. Im Jahr 2012 betrug die Mindestgröße für männliche Soldaten 1,45 Meter. Heute liegt sie bei 1,42 Meter, denn die Ernährung der Bevölkerung ist so schlecht, dass die Durchschnittsgröße stark gesunken ist. In der US-Armee zum Beispiel beginnt die Größenanforderung für Männer bei 1,52 Meter. Das ist ein sehr großer Unterschied. Ausbildung zweiter Klasse. Wenn neue Soldatinnen und Soldaten in die KVA eintreten, egal ob Heer, Marine oder Luftwaffe, beginnen sie alle mit der Grundausbildung. In den ersten 6 Monaten werden ihnen die Grundlagen des Kampfes beigebracht. Da die Kosten für Ausrüstung wie Fahrzeuge, Treibstoff und Munition sehr hoch sind, besteht der Großteil der Ausbildung aus körperlicher Ertüchtigung, bei der Wiederholung und Auswendiglernen im Vordergrund stehen. Auch die nächtliche Ausbildung ist sehr umfangreich. In einigen älteren Quellen ist zu lesen, dass der Tagesablauf eines Soldaten von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends dauerte und nur 3 Stunden Freizeit vorsah. Diese Freizeit ist auch knapp bemessen, da die Soldaten auch Ackerbau und Viehzucht betreiben müssen, um ihre karge Ernährung zu ergänzen.
Erst danach kommen sie in die weiterführende Ausbildung der ihnen zugeteilten Abteilung. Doch das brutalste Training von allen bleibt den Kameras vorbehalten. Die Soldaten, die ausgewählt werden, um der Nation ihr Können zu zeigen, müssen mit ihren bloßen Fäusten Ziegelsteine zerschlagen, mit dem Ellenbogen Fliesenstapel zu Fall bringen und sogar Axthiebe in den Bauch einstecken. Das ist eher eine Zirkusschule als eine militärische Ausbildung. Hinzu kommt, dass jeder Soldat bis zu 6 Monate für eine einzige Parade trainieren muss. Das ist Hin- und Herhüpfen in perfekter Synchronität, alles zur Freude des obersten Führers. Aber das ist nur die körperliche Ertüchtigung. Einige Überläufer berichten, dass bis zu 60% der militärischen Ausbildung ideologischer Natur sind. Den Soldaten wird eine Opfermentalität eingeimpft, die sicherstellt, dass sie ihr Leben für den Schutz der Kim-Familie riskieren. Ohne die Kims, so wird ihnen beigebracht, sind sie nichts und sie müssen sie um jeden Preis schützen. Die Gehirnwäsche setzt sich auch in der Ausbildung fort, wo sie auf Bilder der USA, ihrer korrupten kapitalistischen Feinde, schießen und stolz erklären, dass sie für ihren glorreichen Führer sterben würden. Und selbst wenn sie nicht im Krieg sind, tun es viele von ihnen leider trotzdem. Den ganzen Tag, jeden Tag. Als wäre das Training von bis zu 17 Stunden am Tag nicht schon schlimm genug, bekommen nordkoreanische Soldaten nur selten frei. Urlaub und Passierscheine sind begrenzt und werden von den Vorgesetzten streng kontrolliert. Ein 2-wöchiger Urlaub wird nur 1 bis 2 Mal während der gesamten Dienstzeit eines Soldaten gewährt. Selbst wenn ein Soldat heiratet oder ein Elternteil stirbt, bekommt er nur 10 Tage Urlaub, wenn der Vorgesetzte großzügig ist. Im Dienst wird aber nicht nur ausgebildet. Die Kommandeure schicken ihre Einheiten regelmäßig los, um den Bauern bei der Ernte zu helfen oder handwerkliche Arbeiten zu verrichten. Im Jahr 2016 wurden die Soldaten zu einem Masseneinsatz zu 2 Megaprojekten geschickt, dem Wasserkraftwerk Tangshong und dem Sebo Tableland-Projekt. Dort müssen sie Schwerstarbeit wie Bergbau und Rodung leisten, meist ohne technische Hilfsmittel. Obwohl Männer und Frauen Seite an Seite arbeiten, haben Frauen kürzere Ausbildungszeiten und werden mit Aufgaben wie Kochen und Putzen betraut. Sind wir in den 50er Jahren? Doch ihr Dienst endet nicht hier. Soldaten können auf Befehl von Kim Jong-un so ziemlich jede Aufgabe übernehmen. Während also einige Soldaten mit ihren Händen Ziegelsteine zerschlagen, werden andere als Verkehrspolizisten oder sogar als Fremdenführer für die Westler eingesetzt, die sie so sehr zu hassen gelernt haben. Nach einer so intensiven Ausbildung kann ich verstehen, warum dieser Soldat es satt hat, sich um einen Haufen Schaulustiger zu kümmern. Schlechte Bezahlung. Man könnte meinen, dass all die anstrengende Arbeit und die Ausbildung ein ordentliches Gehalt rechtfertigen. Tatsache ist aber, dass Nordkoreas Wirtschaft mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 auch zusammenbrach. Seitdem wird sie von der Diktatur ausgeblutet. Der durchschnittliche Nordkoreaner verdient nur 4% dessen, was sein südkoreanischer Kollege verdient, also knapp $100 im Monat. Offizielle Zahlen sind nicht bekannt, aber man geht davon aus, dass die meisten Soldaten noch weniger verdienen, und zwar in Form von Sachleistungen wie Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs. Und mit dem Geld, das sie verdienen, kommen sie nicht weit. Im Juni 2021, als sich die Lebensmittelknappheit verschärfte, kostete 1 Kilo Bananen in Nordkorea $45. Und als die internationalen Sanktionen gegen das Land verschärft wurden, stiegen die Preise für Güter des täglichen Bedarfs wie Shampoo auf über $200 die Flasche. Schlimmer noch, alles Geld auf den Banken wird von der Regierung kontrolliert, die das Recht hat, Abhebungen zu verweigern. Investieren und sparen ist nicht möglich und die meisten Menschen verwenden nur Bargeld. Elektronische Zahlungsmittel sind diesen armen Menschen so fremd, dass ein Überläufer, der in der Armee gedient hat, schockiert war, als er zum ersten Mal einen Geldautomaten benutzte. Er dachte, da säße ein kleiner Mann, der Geld ausgibt. Auch den höheren Rängen geht es nicht so gut. Im Jahr 2013 wurde berichtet, dass hohe Offiziere Anreize erhalten, um ihre Loyalität zu erhalten. 4-Sterne-Generäle erhalten monatlich rund $1.200 zusätzlich zu ihrem Gehalt, 3-Sterne-Generäle $1.000 und 2-Sterne-Generäle $700. Das scheint viel zu sein, wenn man es mit den $100 vergleicht, aber in den USA liegt das Grundgehalt eines Generals bei $16.600 im Monat. Ein ziemlich armseliger Vergleich. Unehrenhaftigkeit ist erwünscht. Die unehrenhafte Entlassung ist die schwerste Strafe, die das Militär einem Soldaten auferlegen kann. Sie wird gegen Soldaten verhängt, die sich eines schweren Vergehens schuldig gemacht haben, zum Beispiel Fahnenflucht oder Gefährdung des Lebens von Kameraden. In den USA verlieren unehrenhaft entlassene Soldaten alle Veteranenleistungen, dürfen keine Schusswaffen besitzen, nicht für die Regierung arbeiten und keine Bankkredite aufnehmen.
Das hat drastische Folgen für den Rest ihres Lebens, selbst wenn sie von einer Gefängnisstrafe verschont bleiben. In Nordkorea sind die Zustände in der Armee allerdings so schlecht, dass die unehrenhafte Entlassung eine gute Sache sein kann. Unehrenhaft entlassene Soldaten werden automatisch aus der Arbeiterpartei ausgeschlossen, sodass sie nie Parteifunktionär werden und einen besseren Lebensstandard haben können. Das gilt als die ultimative Strafe für jeden Nordkoreaner. Das kann die Zukunft schwierig machen, aber es heißt, dass die Soldaten erkannt haben, dass sie besser dran sind, wenn sie unehrenhaft entlassen werden, als wenn sie bis auf die Knochen schuften müssen. Einige helfen Schmugglern und Menschenhändlern an den Grenzen, an denen sie stationiert sind, indem sie Bestechungsgelder annehmen oder ihre Dienste für einen hohen Preis anbieten. Nachdem sie viel Geld verdient haben, werden sie entlassen und beginnen ein Leben in vergleichsweise großem Luxus. Das ist vielleicht nicht ehrenhaft, aber immer noch besser als zu verhungern. Zum Weinen verurteilt. Wenn Kim Jong-un die Truppen besucht oder ihn bei Paraden zusieht, fangen viele von ihnen an zu weinen, während der oberste Führer mit steinerner Miene dasteht. Aber wir reden hier nicht von ein paar Tränen, es ist ein regelrechtes Geschrei und Hysterie. Die Truppen scheinen zu Freudentränen gerührt zu sein, nur weil sie in der Gegenwart ihres Führers sind. Aber auch bei ernsteren Anlässen wie den Trauerfeierlichkeiten zum Tod des ehemaligen Führers Kim Jong-il ist der Massenwahnsinn zu beobachten. Was hat es also mit all den seltsam koordinierten Tränenspielchen auf sich? Vielleicht weinen sie wirklich Tränen der Freude oder Trauer, aber wahrscheinlicher ist, dass es sich dabei um die Bestrafung von Soldaten handelt, die nicht genug Gefühle zeigen. Ja, das stimmt. Schon 2012, nach dem Tod von Kim Jong-il, schickten die Behörden Soldaten, die nicht an den Massentrauerfeiern teilnahmen, für bis zu 6 Monate in Zwangsarbeitslager. Selbst diejenigen, die kamen und ein paar Krokodilstränen verdrückten, wurden weggeschickt, wenn sie nicht aufrichtig wirkten. Bei Paraden oder Fototerminen, bei denen Kim auf Soldaten trifft, fangen alle an zu weinen und zu klatschen, als wären sie besessen. Wenn man bedenkt, unter welchen Bedingungen sie leben müssen, sollte es ihnen nicht schwerfallen, auf Kommando zu weinen. Sie können niemals gehen. Ein Teil von Nordkoreas großer Armee zu sein, klingt nicht gerade toll. Was aber, wenn die Soldaten gehen wollen? Verweigern sie ihre Pflicht, drohen ihnen harte Strafen wie Zwangsarbeit, Folter oder gar der Tod. Die einzige Möglichkeit, dem für immer zu entkommen, ist, das Land zu verlassen. Es überrascht nicht, dass das nordkoreanische Ministerium für Volkssicherheit seinen Bürgerinnen und Bürgern nicht erlaubt, sich frei im Land zu bewegen, geschweige denn es zu verlassen. Das gilt auch für Soldaten. Außer für Sondereinsätze in befreundeten Staaten wie China dürfen sie das Land nicht verlassen. Die einzige Möglichkeit ist dann der heimliche Übertritt, oft nach Südkorea, wo ihnen eine bedingungslose Amnestie angeboten wird. Sie können über die Flüsse und Berge fliehen, die Nordkorea mit China verbinden, oder über die entmilitarisierte Zone, die nach Südkorea führt. Leider erkennt China nordkoreanische Überläufer nicht als Flüchtlinge an und schickt sie zurück, wenn sie erwischt werden, obwohl sie wissen, dass sie bestraft und möglicherweise getötet werden. Die entmilitarisierte Zone zu durchqueren ist jedoch weitaus riskanter. Die breite Straße, die den Norden mit dem Süden verbindet, ist übersät mit Minen, Elektrozäunen und Außenposten. Die Soldaten, die auf der nordkoreanischen Seite stationiert sind, sind hochrangige Offiziere, die in bescheidenem Komfort leben, da es als unwahrscheinlich gilt, dass sie fliehen werden. Aber viele versuchen es trotzdem und haben Erfolg. Das zeigt, dass das Militärleben selbst für diejenigen, die sich in einer guten Position befinden, wie der Überläufer Oh Chong-song, miserabel sein muss. 2017 beging der Soldat, Sohn eines hohen Militärs, ein schweres Verbrechen. Aus Angst vor Bestrafung beschloss er, die entmilitarisierte Zone zu durchqueren. Er wurde gejagt und mehr als 40 Mal beschossen, bevor er hinter einer niedrigen Mauer auf der südkoreanischen Seite zusammenbrach. Im Schutz der Dunkelheit zogen ihn südkoreanische Soldaten in Sicherheit und brachten ihn in den Operationssaal. Als sie ihn wieder aufpäppelten, stellten sie etwas schockiert fest. Der arme Soldat war von riesigen, parasitären Würmern befallen. Die Eier dieser Parasiten werden normalerweise über den Kot übertragen. Dass sie in Oh Chong-song herumkrabbelten, lag daran, dass Nordkorea die Felder mit menschlichen Exkrementen düngt, die die Soldaten oft ausbringen müssen. Oh Chong-song überlebte, aber wie bei vielen anderen Überläufern blieb die Flucht nicht ohne Folgen. Gelingt ihnen die Flucht, werden die Familien der Überläufer, die noch in Nordkorea leben, bestraft. Oft werden sie in die Berge verbannt, wo sie hungern müssen. Für viele Soldaten ist es daher genauso gefährlich, Nordkorea zu verlassen, wie dort zu bleiben. Unglaubliche Uniformen. Wenn man bedenkt, dass die Soldaten bei den vielen Paraden der KVA immer gut aussehen, könnte man meinen, dass Kim Jong-un viel Geld ausgibt, um sie gut einzukleiden. Leider tut er das nicht.
Wenn man sich die Füße der Soldatinnen genauer anschaut, sieht man vielleicht, was wirklich los ist. Einige weibliche Paradeuniformen verlangen, dass Frauen kleine Schuhe mit Absätzen tragen. Aber wenn du schon mal Absätze getragen hast, dann weißt du, dass sie bei so einem Gänsefuß sofort wegfliegen. Anstatt sie mit besseren Schuhen auszustatten, binden die Frauen sich schmerzhaft mit Gummibändern und Schnüren an ihre Füße. Und das sind nur die Frauenschuhe. Normale Soldaten bekommen nur alle 2 Jahre eine Sommeruniform und alle 3 Jahre eine Winteruniform. Die Schuhe werden schneller gewechselt, die leichteren Sommerschuhe alle 2 Jahre, die Winterschuhe jedes Jahr. Das klingt nicht schlecht, aber die Qualität ist nicht besonders gut. Ein Überläufer berichtete, dass die Stiefel schlecht verarbeitet und innen mit Baumwolle gestopft seien. Nach ein paar Mal tragen löst sich die Baumwolle und die Innenseiten sind nackt. Die armen Soldaten reiben sich bei jedem Tragen die Füße wund und riskieren Erfrierungen, als hätten sie nicht schon genug Sorgen. Schreckliche Gesundheitsversorgung. Das nordkoreanische Gesundheitsgesetz sieht eine kostenlose und umfassende Gesundheitsversorgung für alle Bürger vor. Und jede Einheit der Armee hat ihr eigenes Krankenhaus. Keine Versicherungen, keine Rechnungen, klingt gut. Zumindest wäre es das, wenn es wirklich so wäre. Überläufer berichten, dass es in den sogenannten Krankenhäusern nur selten richtige Medikamente gibt. Und wenn, dann stellen sie alles in Rechnung, auch den Soldaten. Was sie aber im Überfluss haben, ist Jod, das sie als billiges Desinfektionsmittel verwenden. Aber wenn man kein Geld hat, ist das alles. Wenn man bedenkt, wie viele Verletzungen sich die Soldaten durch die intensive Ausbildung und die harte tägliche Arbeit zuziehen, ist das schon erschreckend. Viele greifen auf natürliche Heilmittel wie Kräuter zurück, um Krankheiten zu behandeln, aber ich bin mir nicht sicher, ob das bei einem gebrochenen Bein hilft. Schlimmer noch, im Dezember 2020 wurde berichtet, dass die Hälfte des 1. Korps, einer 5000 Mann starken Infanterieeinheit, einfach zu krank war, um zu trainieren. Ein seltsamer Zufall für ein Land, in dem es angeblich keinen Fall von Covid-19 gab, oder? Schlimmer für Frauen. So schlimm diese Berichte klingen, für die Frauen ist die KVA eine ganz andere Hölle. Nach 6 Monaten hartem Training, kombiniert mit schlechter Ernährung, setzt Unterernährung ein, die dazu führt, dass bei vielen Soldatinnen die Menstruation ausbleibt. Manchmal für Jahre. Viele empfinden das als Segen. Da sie an der Seite der Männer trainiert haben, haben Frauen keine Möglichkeit, sich im Einsatz zu waschen oder umzuziehen. Vor 2017 bekamen die meisten Soldatinnen statt Hygieneartikel nur Binden oder sie griffen auf Stoffreste von Westen und Socken zurück. Das klingt unglaublich unangenehm, aber damit mussten sie zurechtkommen. Aber es kommt noch schlimmer. Höhere Offiziere nutzen die ihnen unterstellten Frauen regelmäßig aus. Nordkorea behauptet, solche Übergriffe sehr ernst zu nehmen und verhängt bis zu 7 Jahre Haft für solche abscheulichen Verbrechen. Doch oft drohen die Täter den Frauen damit, dass sie nicht mehr in die Partei eintreten dürfen, wenn sie Anzeige erstatten. Aus Angst leiden viele dann im Stillen. Unerwartetes Ende. Weltweit können sich viele Militärangehörige darauf verlassen, dass ihre Familien im Ernstfall entschädigt werden. In den USA zum Beispiel gibt es die Hinterbliebenenrente, Abfindung und Entschädigungen, die das Leben der Hinterbliebenen erleichtern soll. Nicht in Nordkorea. Wenn ein Soldat im aktiven Dienst stirbt, sei es bei der Grenzsicherung oder durch Hunger, geht die Familie leer aus. Keinen Cent. Stattdessen erhalten sie eine Urkunde, die bescheinigt, dass der Soldat aus Treue zur Arbeiterpartei in Ausübung des Dienstes gefallen ist. Das ist alles. Es ist so wertlos, man kann es nicht mal gegen Reis eintauschen. Ich weiß nicht, wer mir mehr leid tut. Die Soldaten oder ihre Familien? Was hat dich am meisten schockiert? Und wenn du schon mal im Militär warst, wie ist das im Vergleich zu deinen Erfahrungen? Lass es mich unten in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.